Hi Leute, willkommen zurück zum Part, an dem wir ja in die Saison starten mit dem ersten Testspiel. Das ist schon mal ganz wichtig und wir werden natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, auf die also auf die Spieler schauen, bei denen Verträge ausgelaufen sind und dann mal durchforsten, ob da der ein oder andere Interessante für uns dabei ist. Also legen wir einfach gleich los und verlieren wir hier keine Zeit mehr. Gut, erstes Spiel, wir müssen schauen, welche Spieler hier keine Rolle spielen, also wen ich hier auf jeden Fall nicht mehr einsetze. Max Schmerbeck werden wir gleich einfach verschieben, der Übersicht halber in die Amateurmannschaft, der wechselt dann aber eh schon morgen. Husbeck ist schon wieder zurück, das ist gut. Die Neuverpflichtungen sind sonst noch nicht da. Gut, schauen wir mal, dass wir zwei Mannschaften zusammenkriegen. Ich würde ganz gern Fadinger spielen lassen, rechts außen. So. Medizinische Abteilung, jo, die haben alle natürlich wenig Spielpraxis. Das ist ein großer Punkt, ein großes Minus. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel ihnen zumuten, also werden wir in der Halbzeit komplett durchwechseln. Jetzt muss ich nur schauen, wen ich wie einsetze. Luan, da sind Vereine interessiert. Der braucht auch einen Ausländerplatz bei uns, also wie heißt's? Nicht EU-Ausländer ist er. Dementsprechend würde ich ihn ganz gerne nochmal verleihen, nachdem er sich auch im letzten Jahr nicht so stark entwickelt hat. Buchegger ist zurück, ist auch auf der Leihliste. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was wir mit ihm machen sollen. Ich glaube, ich nehme ihn mal jetzt mit. Innenverteidiger-Ersatz können wir theoretisch jetzt einfach machen. So, Tino Litschul ist noch verletzt. Marvin Potzmann nehmen wir natürlich mit. Muss ich nur schauen, dass ich das richtig aufstelle. Potzmann auf E4. Ich möchte das nämlich halbwegs ordnen, damit ich nachher. Also da passt was nicht. Wesiak, genau. So, Felix Wesiak wäre Rechtsverteidiger. Nachdem ich hier jetzt nicht wirklich jemand anderen mit habe, werde ich ihn dort mitnehmen für die zweite Halbzeit. Aber der soll auf jeden Fall auch eben verliehen werden, beziehungsweise wird auch verliehen werden. Dann haben wir zentrales Mittelfeld, Ovenstad, Stark und einige andere. Da sind wir auf jeden Fall auch überbesetzt, also da werden wir auch verleihen bzw. abgeben. Ovenstad und Stark nehmen wir mit, die werden die beiden dann 1 zu 1 ersetzen. Schauen wir mal kurz, Wagnes. Jörg Wagnes hat noch länger Vertrag. Werden wir auch zur Leihe anbieten. Machen wir hier wieder 50. Das scheint ein bisschen besser anzukommen. Bei ihm versuchen wir es auch. Habe ich zwar 60 geklickt, aber wurscht. Sojic lasse ich mittrainieren, aber der ist zu müde. Peter Puster kann den Verein, glaube ich, gern verlassen. Ich gebe da keine Ablöse an. Und den verschieben wir gleich in die B. Also in die Amateurmannschaft. Philipp Husbeck. Oh, den kann ich natürlich rechts im Mittelfeld spielen lassen. Dann brauchen wir noch jemanden fürs zentrale offensive Mittelfeld. Theoretisch einfach Makumbu mitnehmen. Super Zielstrebigkeit. Vielleicht behalten wir den jetzt bei uns, wenn nicht unbedingt ein Angebot kommt. Ist trotzdem auf der Leihliste. Das ändern wir mal. Dann brauche ich, wenn für links außen habe ich niemanden. Das heißt, wir werden Galliano einfach rechts außen spielen lassen. Dann bringen wir in der zweiten Halbzeit Husbeck links und rechts Fadinger. Und dann haben wir noch Schubert und Bacher. Dann nehme ich Bacher mit. Und dann nehme ich noch. Ja, dann nehmen wir ihn halt mit. Fabian Schubert, da sind auch Vereine interessiert. Transfer und Leihe. Ist in Ordnung, denke ich mal. Weil da baue ich ehrlich gesagt lieber auf Oliver Bacher als vierten Stürmer. Und dann sieht es so eh nicht so schlecht aus. Wir werden vielleicht noch ein bisschen durch. Ne, wir mischen nicht durch, weil dann kriegen wir die Connections besser hin. Ergibt Sinn, glaube ich. Und Jörg Siebenhandel ist wieder wer dran. Oh shit. Keine Ausstiegsklausel. Aber den möchte ich natürlich auch auf keinen Fall abgeben. Starten wir jetzt mal in das Testspiel.
Geht einfach raus, ihr wisst, was auf dem Platz zu tun ist. Alter, ich hasse es. So. Legen wir los. Ja, keine schlechte Flanke von Röcher. Ich glaube, ich werde diese Duos. Also wir müssen ja jetzt, gerade jetzt haben wir dann englische Testspielwoche, da müssen wir ein bisschen rotieren. Das heißt, wir werden immer nur 45 Minuten spielen lassen und ich werde das so duomäßig schon aufstellen, dass wir aber ungefähr zwei gleich starke Mannschaften haben. Das heißt zum Beispiel die starken Innenverteidiger mit den schwachen Außenverteidigern und die starken Stürmer dann zum Beispiel mit schwachem Mittelfeld, irgendwie sowas, oder schwachen Flügelspielern, dass das halt gut durchgemischt ist. Scheißegal jetzt mit dem 1-0. Ich überspringe das gleich, weil wir werden wahrscheinlich noch ein paar Tore machen. Koch sieht selbstgefällig aus, sonst sieht er da immer. Bin ich echt neugierig, wie das dann wird, wenn Stefan Leiner kommt. Dann werden wir wahrscheinlich Potsmann noch abgeben, weil wir auch Thorsten Schick haben. Außer Koch verlässt uns. Aber das sind wir sonst echt überbesetzt. Auf Schick freue ich mich, weil er einfach so ein super Allrounder ist. Ja, gefährlich abgefälscht. Keine schlechte Flanke von Galeano. Auch bei dem werden wir uns was überlegen müssen jetzt. War ja auch einer meiner typisch ablösefreien Transfers. Schauen wir mal, ob wir den irgendwo hinbekommen, verleihen können. Generell möchte ich grundsätzlich mal versuchen, dass wir Spieler verleihen über dieses einfach Spieler anbieten Fenster. Und wenn es uns wirklich nicht gelingen sollte, dass wir Spieler losbekommen, dann werden wir den Weg gehen, dass wir sie zum Partnerverein verschieben. Aber in erster Linie werden wir es wirklich so versuchen, dass sie dann zu Galliano trifft, dass sie dann halt wirklich zu Vereinen gehen, die sie auch haben wollen. Wird wahrscheinlich sinnvoller sein. Sehr gut von Räucher durchgesetzt zu Lechner. 3-0. Also jetzt sind es endgültig selbstgefällig. TSV Leoben ist entweder Regionalligist oder Landesligist, also ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem neuen Ligasystem hieß hier jetzt. Ich bin so und so gespannt, wie das ganze Playoff-System Spaß machen wird. Das heißt für uns einfach nur das Ziel, irgendwie in die oberen Playoffs zu kommen, und den Rest schauen wir dann spontan, was sich also ergibt. Jürgen Prutsch, auch ehemaliger Sturm Graz Spieler. Hat sich nie so wirklich durchsetzen können. War aber, glaube ich, in einer sehr schwierigen Zeit. Das war nach dem Zwangsausgleich, als Sturm fast vor dem Ausstand. Da war er unter anderem, glaube ich, im Kader. Es war generell eine sehr schwierige Phase, aus der aber Franco Foda, der da gerade zu der Zeit den Verein als Trainer übernommen und hat wahnsinnig viele Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgeholt, und daraus wurden dann ganz große Spieler. Da war ein Sebastian Prödel dabei, ein Jakob Jantscher, ein Christoph Leitgeb, den wir jetzt hoffentlich zurückbekommen für dieses eine Jahr, ein Daniel Beichler und und.
Ja, Sturm hat halt wirklich schon schwierige Zeiten hinter sich. Es war halt echt so, dass im Jahr, vielleicht interessiert euch das, wenn ich da ein bisschen was dazu erzähle, im Jahr 1998 wurde Sturm ja zum ersten Mal Meister, danach gleich wieder und dann begannen die glorreichen Zeiten in der Champions League, als Sturm halt teilweise, ich glaube, zweimal Erster in der Gruppenphase wurde und richtig weit gekommen ist und dementsprechend auch natürlich viel Geld vorhanden war. Und das war dann die Zeit, da war ich halt gerade 10 Jahre alt ungefähr. Da habe ich mich halt voll für Sturm interessiert und dann ist die Zeit, das ist total abgeflacht. Da war es dann halt echt so, dass mit dem Geld 20 neue Spieler im Jahr gekauft wurden und 20 andere Spieler verkauft wurden. Und das war dann die Zeit, das habe ich damals schon gehasst als kleiner Bub. Und dementsprechend habe ich dann mich nicht mehr so wirklich für Sturm interessiert, so ein paar Jahre lang. Und dann kam irgendwann der Aufschwung, wo das Ganze halt wieder losgegangen ist, worüber ich mich jetzt eh sehr freue. So, Husbeck auf links haben wir gesagt, weil er Linksfuß ist, rechts Fadinger. Jetzt interessant, Makumbu haben wir, glaube ich, gesagt, fürs offensive Mittelfeld. Wie stark ist denn sein Abschlusswert? War nicht sonderlich. Nehmen wir vorgeschobener Spielmacher auf Support und Oliver Bacher als Stoßstürmer. Schauen wir mal, was die B-Mannschaft jetzt hier noch leistet. Ob sie sich noch reinhängen. Also gerade einen Husbeck möchte ich mir schon genauer anschauen. Und auf die jungen Talente müssen wir natürlich auch einen Blick haben. Auch Stark und Ovenstad, die sind natürlich auch gefragt. Denn da kann es durchaus sein, dass wir eben einen von denen abgeben. Wird natürlich davon abhängen, ob auch Angebote kommen. Aber ich denke, da wird es Bewegung geben. Weil die wollen natürlich alle spielen und vielleicht verleihen wir Ovenstad uns wieder oder so. Wenn Leitgeb zurückkommt, für das eine Jahr mit seiner Erfahrung wird er uns extrem weiterhelfen können. Dann haben wir hinten Lovric und Dzeko gesetzt, was auch ganz cool ist. Boah, stark. Und dann würde ich fast eher Ovenstad behalten, weil ich glaube einfach, dass der bessere Allrounder ist. Der einfach Ball erobern spielen kann, aber auch diese Spielmacherrolle. Und da werden wir Jannik Stark wahrscheinlich abgeben. Oder ist das ziemlich sicher sogar. Makumbu hat eine gelbe kassiert. Also der soll sich jetzt zurückhalten. Gott sei Dank das Gefühl, der macht die gelb-rote. Nee, doch nicht. Also aktuell zeichnet sich die zweite Mannschaft noch nicht aus. Die sind dann nicht mehr so motiviert bei dem Stand von 4-0 gegen so einen schwachen Gegner. Wer will es ihnen verübeln? Also ich bringe ihn jetzt auch einfach noch rein. Jetzt freue ich mich dann echt auf den 1.7., wenn die neuen Spieler da sind, weil dann können wir uns wirklich einen guten Überblick vom Kader machen. Sonst muss man immer im Hinterkopf behalten, wer da alles kommt, oder? Natürlich kann man das auch mit dem Kaderplanungstool, also dieser Kadertiefe, machen, aber ich mache es eigentlich am liebsten direkt im Taktikfenster. Das ist einfach meine Gewohnheit, glaube ich. Gut, 4-0, da brauchen wir uns nicht viel drauf einbilden, aber ich bin ganz zufrieden. Sehr gut. Kann man anscheinend noch ein paar Angebote für Leihspieler
Okay. Leihangebote für Luan. Nehmen wir gerne an. Wagnes. Stammspieler klingt gut. Das lehnen wir ab. Das klingt gut. Das klingt gut. Das lehnen wir ab. Und das lehnen wir auch ab. Gut, da ist immer Ersatzspieler. Nach Analyse keine Angebote für Puster. Dann bitte ich ihn. Ich sage ihm auch, dass ich keine Zukunft für ihn sehe, aber gut, wenn er nicht wechseln möchte, was soll ich? Sehr gut, neuer Sponsor. 56.000 ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber mehr Kohle ist immer gut. Jetzt müssen wir ja den Alar zahlen. Österreichischer Meister. Das ist so schön. Ich habe das nicht aufgeschafft mit Sturm, das habe ich eh schon immer wieder gesagt. Ich bin sogar Jahr für Jahr immer wieder mit dieser Mannschaft gescheitert. Habe es eben einmal 2015 oder 2015, glaube ich, war es eben geschafft, Meister zu werden und bin dann zu Wolfsburg gegangen. Habe ich eh schon mal erzählt. Und die letzten Jahre auch wieder gescheitert im FM. Und ausgerechnet beim Let's Play funktioniert es wieder. Das ist schon sehr, sehr kitschig und schön. Gut, monatliches Finanzupdate, das sieht sehr, sehr gut aus. Verfügbare Spieler für die U18. Momentan niemanden. Weil wir die alle in der ersten Mannschaft brauchen. 7 Neuzugänge bestätigt. Werden wir gleich alle auswählen. Und neue Spieler willkommen heißen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Den soll Dzeko vorstellen. So ganz verstehe ich nicht, warum. Ach so, wahrscheinlich wegen der Sprache, dass ihn Milosevic zum Beispiel begrüßen soll. Das ergibt dann schon Sinn. Anscheinend kann Spendlhofer am besten Deutsch von unseren Spielern. Vizekapitän, ja. Gut, Scheußengeier, wer ist da jetzt interessiert? Genk und Kopenhagen. Potsmann, Racing Straßburg. Gut, jetzt haben wir einen ziemlichen Brocken, ziemlich viele Spieler hier. Er wird uns eh verlassen. Fadinger und Bacher möchte ich ehrlich gesagt mittrainieren lassen in der ersten Mannschaft. Die sollen dann für die U18 spielen, aber das ist, mir ist da die Entwicklung von denen wahnsinnig wichtig. Jannik Stark setzen wir jetzt auf die Transferliste. Dann auch ein Soic ist mir sehr wichtig, dass der bei uns in der ersten Mannschaft ist und dann so rangebracht wird. Djuricin ist noch verletzt. 5 bis 11 Tage, okay. Fabian Schubert wird den Verein verlassen, verschieben wir in die Amateurmannschaft. Jörg Wagnes wird den Verein verlassen, verschieben wir jetzt auch gleich runter. Tino Litschul, auch ein Riesentalent, der sich wahnsinnig gut entwickelt. U19 Europameisterschaft, sogar ein Tor gemacht. Das wird ein ganz, ganz großer, glaube ich. Das sind Vereine interessiert. Bochum und Altach, okay. Aber weder verleihen noch verkaufen. Die Entwicklung möchte ich selbst im Blick haben. Luan wird den Verein verlassen. Verschiebe ich auch runter. Gut, dann schiebe ich Jannik Stark auch gleich runter. Werde ihn nur mal anbieten. Dann Makumbu anbieten zur Leihe. 50 und 100. Beides sind 8.000, die werden es, also beziehungsweise 16. Die werden sie sich schon leisten können, verschieben zu den Amateuren. Thomas Ebner haben wir auch noch als Ersatz. Das ist ein schöner Ersatz. 2,1 Millionen haben wir sogar als Stammspieler anscheinend verpflichtet. Kann hervorragend Elfmeter schießen, auch gut. Dann nehmen wir Buchreger weg. Gut. Also Stark habe ich eigentlich eh schon verschoben, ist er trotzdem noch auf der Bank.
Buchreger habe ich auch schon verschoben, den muss ich von der Bank auch nehmen. Stefan Leiner. Dafür wird Wesiak ja uns verlassen, also auf Leihbasis. Jetzt wird schon interessanter. Er wird uns verlassen auf Leihbasis. Dann nehmen wir Tommy mit. Lidschul, Sojic, Djuricin, das passt. Makumbu ist auch auf der Leihliste. Husbeck sind Vereine interessiert, Schützenauer. Okay, also mein Plan wäre, dass wir Stefan Leiner dann in die Mannschaft nehmen. Über den freue ich mich irrsinnig. Thomas Ebner wird interessant, weil ich dem anscheinend dem wirklich versprochen habe, dass er Stammspieler ist. Werden wir sehen. Ich hoffe, dass der dann nicht zu unzufrieden wird, aber wir werden eh viel rotieren. Lackner und Ebner. Beide Spieler von der Admira. Ebner kann auch rechts spielen, auch wenn er nicht gut flanken kann. Gut, Potzmann, Koch. Potzmann, da haben wir Thorsten Schick. Da werden wir einfach mal warten, ob Angebote kommen oder soll man den anbieten? Geringes Interesse. Dann werde ich ihn mal anbieten. Oder mal auf die Liste setzen. Mittelfeld haben wir dann Ovenstad und idealerweise Leitgeb, wenn er kommt. Derweil nehmen wir halt Sojic mit. Husbeck, Makumbu, Fadinger, Bacher, Tommy. Erik Tommy, auf den freue ich mich auch wahnsinnig. Auf dem Flügel, 23 Jahre jung. Rechtsfuß, der also nach innen zieht. Das kann er auch sehr gut. Und der wird dann natürlich auch ordentlich Platz machen für einen nachrückenden Milosevic. Da werden wir dann schauen, wie wir spielen werden. Weil ehrlich gesagt sehe ich Tommy dann fast eher auf rechts im Moment. Ah ja, Galliano habe ich noch ganz vergessen. Sind Vereine interessiert? Blau-Weiß Linz zur Leihe. Schauen wir mal. Gut, dann haben wir das mal gemacht. Jetzt schauen wir kurz zu den Amateuren, ob wir hier. Hier ist Dominik Baumgartner, der neu gekommen ist. Der ist anscheinend noch verletzt. Den haben wir auch ablösefrei geholt. Den möchte ich auch gleich verleihen. Dann haben wir Oliver Philipp, den wir letztes Jahr verliehen hatten. Da hat er aber nicht wirklich gespielt. Können wir echt abgeben. Luca Meisel. Den verschieben wir gleich in die erste. Muss ich dann auch noch zur Spielermeldung, glaube ich. Muss mal schauen. Philipp Seidel. Werden wir abgeben. Dann Peter Puster haben wir schon auf der Liste. Wagner sind wir auf der Liste. Lubitsch. Werden wir, glaube ich, auch hier abgeben. Sehe ich ehrlich gesagt auch nicht viel Chance, dass der sich durchsetzen wird. Dann haben wir Igor Maximovic. Auf den freue ich mich sehr. Werden wir zu U18 verschieben im Moment noch. Dann Martin Krienzer, junges Talent. Den können wir verleihen. Das wäre auch so ein Kandidat für die Hartberger, also für unseren Kooperationspartner. Galliano haben wir schon versucht. Marco Basler verschieben wir zu U18. Genauso können wir eigentlich den Martin Krienzer verschieben, oder? Ja. So, Fabian Wettl, der ist zu alt und wird es fußballerisch nicht packen. Wesiak Ravioli. Ich lese jedes Mal Ravioli, wenn ich ihn sehe. Luca Bonanno. Ein vielversprechender Spieler, der aber anscheinend jetzt nicht die ganz große Entwicklung macht. Auch den haben wir auf der Leihliste. Also ich werde das jetzt echt so machen. Verklicke mich da jetzt echt ständig. Dann sehen wir eh, wen wir wirklich wegbekommen. Makumbu ist auf der Liste. Idris Kadett. Werde ich, glaube ich, entweder verleihen oder abgeben. Bin ich auch nicht abgeneigt, wenn er komplett geht. So, dann haben wir den auch noch geholt, also beziehungsweise einen Profivertrag gegeben. Verschieben wir aber noch zur AU18. Sandro Ikeobi. Wenn wir verleihen.
Schima war auch zu U18. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass die U18 gute Trainer hat. Geierhofer, der sieht nicht so schlecht aus. Aus dem könnte was werden. Nee, ich schiebe den zu U18 und gebe dem einen Tutor. Das ist mir sogar lieber. Eigentlich hätte ich ihm ganz gerne Fabian Koch gegeben. Aber Stefan Leiner ist da natürlich auch sehr gut geeignet. Winfried Amoah wird, glaube ich, nicht packen. Dann haben wir André Moore, da sind schon Spieler dran, der ist sehr talentiert. Sind auch Vereine interessiert, wahrscheinlich eben zur Leihe. Und das können wir gerne machen. Maximilian Kohlfürst wird es nicht packen. Mario Pilz haben wir letztes Jahr schon auf die Transferliste gesetzt. Kuval wird wahrscheinlich auch zu schwach sein. Markus Hadler. Das sind halt alle Spieler. Ich nehme mal an, dass die jetzt nach oben geschoben wurden wegen dem Alter. Automatisch. Also da kommt noch einiges an Arbeit auf uns zu, aber jetzt haben wir 2 Monate Zeit, um hier den Kader zu verkleinern. 39 Transferangebote, Makumbu, 0% des Gehalts und Rotation. Hier sieht es vom Gehalt her interessanter aus. Das sind irgendwelche unteren französischen Ligen, also die lehne ich ab. Bastia. So. Es hat Spieler der ersten Mannschaft, einige Vereine aus der dritten deutschen Liga und Vereine aus der ersten Liga in Österreich. 15.000 pro Jahr Gehaltsbeitrag, dafür würden sie uns die Summe zahlen. Kann man das verhandeln? Scheinbar nicht, dann nehmen wir das mal an. Vielleicht können wir da noch nachverhandeln. Okay, sie haben abgebrochen. Galliano, Stammspieler in der Bundesliga. Dann nehme ich das an und gebe alles andere weg. Das klingt echt gut. Ivan Lubicic, Lubic verkaufen, sehr gut. Leihangebote. Da haben wir Rotation. Rotation klingt besser als Ersatzspieler, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich nehme da alle an. Der soll sich aussuchen. Leihangebot Bonanno, erste Liga Stammspieler. Rotation lehnen wir ab. Wenn schon Stammspieler dabei ist, muss ich das halt nützen. Auch da haben wir Stammspieler dabei, ist mir lieber, der ist in der zweiten Stammspieler als in der ersten Ersatz. Und Wesiak geht auf Leihbasis zu Hartberg. Also eh zu unserem Kooperationspartner. Gut. Dann haben wir aber einige, bei denen jetzt kein Angebot gekommen ist. Die Wiener Austria gibt ein Angebot für Potsmann ab. Das ist aber ehrlich gesagt zu schwach, das Angebot. WRC will Meisel ausleihen. Ehrlich gesagt möchte ich Luca Meisel lieber selbst aufbauen. Hab nicht vor, den abzugeben. Dann könnte man aber den Lackner eigentlich doch verleihen, kommt mir gerade. Das schauen wir uns gleich an, weil das könnte noch interessant werden. Könnte man Markus Lackner doch verleihen, ne? Weil im Endeffekt haben wir Thomas Ebner als Ersatz und Litschul theoretisch als junger Ersatz. Schauen wir mal. So, Leitgeb, da haben wir jetzt schon ein Angebot gemacht. Thomas Fröschl wird nicht wirklich interessant sein. QN. Sieht nicht so schlecht aus, den nehmen wir mal zum Probetraining auf. Den haben wir uns eh schon ein paar Mal angeschaut. Vielleicht können wir wen brauchen für den Flügel. De Paula, nein. Schimpelsberger, Rechtsverteidiger, sind wir aber absolut überbesetzt. Zweimal zu anfällig. Drazan wird zu schwach sein. Jo. Lackner möchte mal weitere Zukunft diskutieren. Sie brauchen Einsätze, und weil ich die ihnen nicht garantieren kann. Meine Entscheidung steht fest. Du musst damit umgehen, ist richtig, ja. Stammspieler in Polen, Stammspieler in Griechenland,
Okay, also natürlich fällt da wieder Rotation weg. So, und da haben wir ihn jetzt zum Probetraining. Zufriedenheit des Vorstands ist in Ordnung. Mannschaftsgefüge sieht auch ganz gut aus. Ein paar mehr Führungsspieler wären nicht so schlecht, aber da werden wir schauen. Leiner und Ebner sind jetzt schon einflussreiche Spieler, genauso wie Djuricin und Schick. Das ist gut. Müssen wir schauen, dass die bald mal nachrücken. Aber das wird schon klappen. Leiner ist ja Stammspieler, Djuricin wird Stammspieler sein, sobald er fit ist. Es macht so viel Spaß, das Aufnehmen im Moment. So Bock drauf auf dem FM im Moment, ist das ganz krass. Keine Angebote für 13 Spieler. Starks erste Wahl wäre Rapid. Nein, bitte nicht. Ich biete ihn mal an. Ich habe da gerade irgendwas mit Partizan Belgrad und Philipp Husbeck gelesen. Potsmann verwechselt, ja. Michael Berger, der Mann auf der Auswahlliste. Wieso hat der SC Schwarz 165.000? Das frage ich mich eher. Aber egal. Den können wir auf jeden Fall von der Auswahlliste streichen. Freundschaftsspielangebot. Oh, Hansa Rostock hätte ich gern. Aber geht leider nicht. Es ist ganz knapp vor der ersten Pokalpartie. Bin neugierig, wie es mit der Champions League ist, ob wir da gesetzt sind oder wie das da ausschaut. Barca bietet 100 Millionen für Griezmann. Und Christoph Leitgeb gibt bestätigt Wechsel. Also als Rotationsspieler, glaube ich, ist das echt in Ordnung. Vor allem ist er hier physisch noch immer relativ stark für einen 33-Jährigen. Und wie gesagt, ich hole ihn zum Heimatverein. Da bin ich Romantiker, das müsst ihr, da müsst ihr nachsichtig sein mit mir. Ist zwar vom Weg abgekommen, weil er zu RB Salzburg gegangen ist, aber jeder Mensch macht Fehler. Und er könnte halt auch ein richtiger Führungsspieler sein. Keine Angebote für Stark, aber da sind einige interessiert. Berichte über verliehene Spieler, wann kommt Eseretour? November, also wenn die Saison dann aus ist, okay. Lille macht Angebot für Potsmann. Jetzt bin ich gespannt. Djuricin, 4 bis 8 Tage. Kuen hat sich verletzt. Nee, das ist bitter. Schubert möglicherweise vor Wechsel, ja, hoffentlich. Bieten wir ihn nochmal an. Lille macht Angebot für Potsmann. 1,5, 1,3 ist er wert. Ich nehme das jetzt an, vor allem 20% des Weiterverkaufs. Der kriegt einen ordentlichen Marktwert in Frankreich. Also das könnte schon passen. Galliano verliehen. Läuft, würde ich sagen. Also wir kriegen gerade echt viel Geld zusammen. Lubitsch, Wechsel. Bringt auch ein bisschen was. Davon können wir den Yala wieder ein paar Minuten bezahlen. Mit seinem neuen üppigen Gehalt. Buchegger bestätigt Wechsel zu Wacker Innsbruck. Zahlen wir 15.000 im Jahr dazu, aber okay. Keine Angebote für Schubert. Wit Belek. Ja, stimmt, ich brauche noch einen Ersatzkeeper. Ich scoute jetzt einfach mal durch. Der ist mir zu alt. Bin immer großer Fan davon, wenn wir da neue Spieler kennenlernen. Linksverteidiger Arsenal. Das klingt schon mal nicht so schlecht. Rechtsverteidiger Arsenal. Klingt auch nicht so schlecht. Da bin ich wieder mal auf Schnäppchenjagd. Dürfte wohl nicht so stark sein. Machen wir einen Probevertrag. Nur geht auf Leihbasis. Zu grödig. Jetzt haben wir das nächste Freundschaftsspiel. Ich überziehe schon maßlos, aber ich habe gerade so viel Spaß. So. Wer ist da interessiert? Elf Clubs? Lazio? Moment.
Ernsthaft? Okay. Sollten wir ihn uns anschauen, glaube ich. Schade, dass sich Quinn verletzt hat, weil ich hätte ihn eigentlich echt ganz gern getestet. Jetzt ist er. Ich weiß nicht, was für ein Probetraining der jetzt bei uns macht. Aber vielleicht scout man ihn dadurch trotzdem. Das wäre so ein Kandidat, den ich holen würde, so als Husbeck-Ersatz, falls uns der jetzt verlassen würde. Interessiert ist scheinbar momentan niemand. Also das wäre eigentlich ganz cooler Deal. Luca Meisel, muss ich jetzt schauen. Aber der ist mir ehrlich gesagt echt schon zu stark, um ihn zu verleihen. Ist halt die Frage, ist es gut, wenn ich den bei uns auf die Bank setze, wo er mit Ebner abwechseln muss? Oder versuche ich den zu verleihen? Lidschul ist, der ist auch schon auf so einem Klasseniveau. Boah, ich stehe es mir so auf unsere Talente. Das ist echt cool. Bin noch ein bisschen unsicher. Ich muss mich eh nicht entscheiden gleich, aber. Aber bald. Bochum, Heidenheim, Sandhausen. Ich sage jetzt mal Leihvertrag möglich. Ich sag's bei beiden. So. Position. Gehen wir mal auf den Torwart zuerst. Vertrag ist abgelaufen. Sind wir schon bei 139. Wen kennen wir? Die beiden. Leon Krapf. 19-jähriger Keeper. Wer ist da interessiert? Ende Gorica. Okay. Nehmen wir ihn mal auf, falls er Lust hat. Hans-Peter Berger. Spielt noch immer. David Schartner kenne ich noch. Auch ein relativ starker Keeper eigentlich. Das ist ja das. Dort unten in den niedrigen Ligen tümpeln Torhüter herum, die man echt auch in der ersten Liga dann auf die Bank setzen könnte. Haben wir Österreicher an? Nee. Dann gehen wir auf Länderspiele. Da fallen schon einige weg. Christian Kratzei. Habe ich jetzt nicht, Vertrag ist abgelaufen. Das stimmt dann ja gar nicht. Oder hat er seine Karriere beendet? Kann ich den auch zurückholen? Auch der sieht sehr gut aus. Vielversprechend. Scouting und Probevertrag. Makani aus dem Iran. Sagt mir gar nichts. Nehmen wir auch mal auf. Aber ein bisschen romantisch wäre es auch, wenn ich Christian Kratzer zurückhole aus seiner Pension. Leihangebot, aber sie müssen das Gehalt zahlen. Und nur Ergänzungsspieler. Ja. Aber er wird nicht viel kosten normalerweise. Ich frage einfach mal an. Wäre auch so ein bisschen romantisch, nachdem wir ihn verkauft haben. Bola wird zur Probe trainieren. Und auch Osei Tutu. So, die Wiener Austria gibt ein Angebot für Yannick Starker. Das ist doch eine Beleidigung, oder? Idioten. So, Luca Meisel. Interessiert ist unter anderem die SV Ried. Und die bieten ihm sogar einen Stammspielerplatz an. Ich hätte ganz gern, dass sie das Gehalt übernehmen. Nehmen sie nicht an. Aber es sind so viele Vereine interessiert, dass ich da jetzt einfach mal ablehne. 1,6 für Potsmann. 20% des Weiterverkaufs. Aber ich verschiebe das, weil ehrlich gesagt wäre mir Lille lieber. Stammspieler, zweite Bundesliga, erste Liga oder in der Schweizer Super League. Das ist ein Hammer für so ein junges Talent. Ich nehme mal alle an. Und dann haben wir hier ein paar zum Probetraining. Ich würde sagen, ich belasse es mal bei dem Part. Ich wollte eigentlich nur noch einen aufnehmen, aber vielleicht nehme ich doch noch einen auf, wo ich ablösefreie Spieler scoute.
Weil irgendwie habe ich gerade echt voll Bock drauf und wenn ich gerade so drin bin, ist es besser, als wenn ich aus der ganzen Geschichte wieder rausgerissen werde, wenn ich jetzt ein paar Tage nicht aufnehme. Also ich sage danke fürs Einschalten. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen scouten und ja, bis gleich.